Hallo, ich bin Thomas Kellner und ich lebe als freischaffender Künstler in Siegen. Die jetzige Situation ist für jedes Unternehmen eine lebensbedrohliche Lage und kann für jeden Künstler das Aus bedeuten. Im Moment geht es scheinbar nur noch um die Deckung von Fixkosten, aber noch nicht einmal mehr um die Existenzsicherung. Bis die Umsätze wieder ungefähr dahin kommen, wo sie 2019 waren, wird es mindestens 10 Jahre dauern. Durch Corona sind die meisten meiner Ausstellungen ausgefallen. Veranstaltungen mit Sammlern gibt es nicht mehr. Und vor allem die Aussicht, dass der Kunstmarkt komplett kollabieren wird, macht die Situation jetzt sehr bedrückend. Jetzt ist der Zeitpunkt für eine Vision. Genau der Zeitpunkt, Strukturen für eine bessere Zukunft der Kunst in Deutschland und Europa zu bauen. Öffentliche Kunstsammlungen, Städte, Kreis, Land, Museen sollten jetzt Etats für Kunstankäufe ausbringen. Künstler sollten außerdem ab jetzt für Anfahrten, Aufbau, Abbau, Reden, Pressearbeit und Copyrights endlich bezahlt werden. Außerdem sollten Konventionalstrafen für ausgefallene Ausstellungen eingeführt werden. Und bitte, führt endlich die Ausstellungshonorare ein. Also ganz ähnlich wie in Schweden oder in Finnland könnte man Künstler mit einem Stipendium versorgen oder wie die Holländer mit einem Grundgehalt. Oder wie auch jetzt geschehen in Nordrhein-Westfalen, werden Stipendien für 12.000 Künstler verteilt, leider nur für ein halbes Jahr. Künstler sollten ganz einfach wie Arbeitnehmer Anspruch auf ein Kurzarbeitergeld haben. Sie sind nämlich auch abhängig beschäftigt und zahlen in die ganz normale Rentenkasse ein. Das ließe sich doch ganz einfach organisieren. Über die Künstlerkasse kann man die Daten ermitteln. Der Bund fragt das bei der KSK ab und die Künstler bekommen ihr Geld ganz ohne Antragsformulare. Verteilt doch über die KfW ganz unkompliziert Kredite, die in Prozent vom Gewinn oberhalb des Sozialhilfesatzes langsam zu tilgen sind und mit dem Tod erlöschen und die Nachfahren nicht drangsalieren. Stattet die VG Bildkunst endlich mit Einnahmen aus wie die GEMA. Es kann doch nicht sein, dass in einem Zeitalter einer neuen Visualität bildende Künstler so marginal daran verdienen. Es ist wirklich einfach. Koppelt die digitale Abgabe an die Megabytes und rechnet es über die Internetverträge ab. Und alle wären glücklich. Ich möchte mich auch einmal an die Banken wenden, denn Künstler gehören wirklich nicht zu euren favorisierten Kunden. Aber gerade jetzt brauchen wir eure Unterstützung. Setzt die Basel-Regeln für Künstler außer Kraft. Verdreifacht den Künstlern die Dispos und die Kultur versorgt ihr bitte mit zinslosen Dispo-Krediten, damit es weitergehen kann. Kauft Kunst. Unterstützt jetzt und in naher Zukunft eure favorisierten Künstler und Galerien.